Hallo, guten Tag. Mein Name ist Professor Dr. West und ich präsentiere Ihnen heute Egge. So, Egge Fresh geht wieder weiter. Und ich wollte mal in der Zwischenzeit, jetzt wo die Sachen hier gerade alle am Producen sind, wollte ich selber auch mal, ne, gerade jetzt wo die Wurst durch den Quetscher geht, wollte ich mich auch mal daran probieren. So. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. So, für 2-0 Damage. Oh, Mist, das war nix. Schön in den Arsch rein. Und da haben wir ihn. Der ist einmal friedlich eingeschlafen. Guck mal, der steht da noch. Der ist jetzt gezähmt. Der ist einfach gezähmt. Der ist, so. Okay, gut. Wir haben den, achso, wir haben den toten Bison einfach mitgenommen. Die Pfeile leider nicht, komisch. Die gehen nicht mehr. Guck mal, die Mühle da oben. Wenn das Haus noch ein Dach hätte, wäre es richtig amtlich. So. Der ist gestolpert, man hat es gesehen. Ich bin da völlig unschuldig. Ich wollte hier einfach ein bisschen wegräumen. Ne? Also wir haben ja sehr viele Tiere hier und die gehen uns natürlich an die Felder. Die Felder sind auch so eine Sache, die ich gerne nochmal angehen würde. Oh Mist. So, oh warte, ich hole erst den Pfeil. Kann ich wieder nehmen? Nein, er ist verloren. Aber es ist ein guter Pfeil, der müsste doch eigentlich... So, ich nehme von allem etwas. Bringen Headshots mehr? Ich glaube nicht. Außer war das kein Headshot, das war ein Halsshot. Und natürlich, jeder weiß, der... Oh. Jetzt, wie beschissen läuft der denn? Lauf nicht immer so hoch und runter, ich kann nicht zielen. Wo ist er hin? Oh, guck mal, trockene Erde, hier gibt's Pollution. Ich glaube, der ist in den Wasserfall da unten, oder? Ich hasse dieses Auf und Ab im Gelände hier, man sieht auch nicht richtig. So, es tut mir sehr leid, eine sehr majestätische Erscheinung in meiner Pfanne. Gut. Gut, gut, gut. Ich habe natürlich jetzt nur einen davon, ne, von jedem immer einen. Oh, das ist der von vorhin. Von jedem immer einen. Das ist, meine integere Moral, die ich hier ganz streng aufrechterhalte. Von jedem Tier nur eines, damit die Vielfalt auch erhalten bleibt. Das ist sehr wichtig für mich. Da war jetzt ein Lag. Hast du gerade gesehen? Da war kein Lag. Oh, mir gehen bald die Pfeile aus. Oh, Alter! Ich sollte nicht so zögern. Oh Mann! Hör auf! So, von jedem Tier nur zwei, habe ich ja gesagt, wegen der Ethik, ne, da ist von jedem Tier nur zwei, wir können jetzt nicht einfach alles hier jagen, von jedem Tier zwei, weil wegen der Aufrechterhaltung der Arten natürlich, kann man nur von jedem Tier zwei, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja das, was ich schon immer gesagt habe. So, ja. Nun, apropos zwei von jedem Tier. So. Zwei. Was war das für ein Geräusch? Ich habe keine Ahnung. So. Das mit der Schrift irritiert mich immer noch da unten. Diese komische Elite-Schrift oder Lied-Schrift. Ist ja nicht mal Lied-Schrift. Na gut, das ist. Ja, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Gut, okay. Wir haben 2-2, aber nur ein Kaninchen. Das kann natürlich nicht sein. Und wir haben noch ganz viele Beats, um die müssen wir uns auch noch kümmern. Und wir müssen dann auch schön Felder machen. Ich wünschte, es gäbe momentan Zäune. Leider aktuell nicht so. Oh, ich habe genau jetzt keinen Pfeil mehr. Okay, ich brauche neue Pfeile. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich brauche neue Pfeile. Ich werde mir da richtig schön Vorrat machen. Und dann werden wir dem Tobi mal richtig schön ein bisschen Fleisch kredenzen. Und keine Sorge, das ist natürlich absolut rein veganes Fleisch. Das sind alles nur Tofu-Tiere.
die in Wahrheit nur aus Bits und Bytes bestehen. Ne? Also die sind gar nicht echt. Also wenn wir hier in-game jetzt Fleisch essen, da muss man sich heute berücksichtigen, es ist koscheres Fleisch, ja, es ist koscheres Fleisch, es ist auch nicht von Schweinen, und es ist vegan. Also ich weiß nicht, was ich da jetzt noch alles berücksichtigen muss. Und es ist freiwillig vom Tofu-Tier gefallen. Ja, so, dann haben wir jetzt wirklich, glaube ich, alles berücksichtigt. Ich hoffe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich so ist. So, den Büffel. Zwei Büffel quetsche ich hier in die Kiste. Das ist natürlich gar kein Problem. Zwei Truthühner. Und zwei Häschen. Schön in der Reihenfolge der Größe, damit wir genau wissen, Alpha-Tier ist vorne. Und im Nähkästchen haben wir wieder Raw Roast. Genau da gehört es ja auch hin. Aber an Zutaten 2 kommen wir, glaube ich, gerade nicht ran, ne? Hier haben wir auch noch Storage Chest. Ich muss sie auch noch benennen. Das ist, glaube ich, die im Flur. So, wie sieht's hier aus? Bist du fertig, Junge? Jo, der ist fertig. Der ist richtig fertig. Okay, Papier haben wir hier momentan noch nicht. Ich weiß nicht, ob inzwischen schon zwei Papier fertig sind, damit wir uns ein Regal bauen können. Das wäre mir eine große Freude. Papier wäre dann hier unten. Nein. Okay, wir brauchen echt dringend die Truhen unten. Papers. UE More Papers. Der ist auch fast fertig. So, 38 Papers haben wir. Kommen, die zwei warten wir jetzt noch ab. Und wir haben jetzt auch eine zweite Windmill. Die können wir vielleicht vorne anbringen, damit wir überall Strom haben. Ich weiß nicht genau, ob das so hinhaut. Ich könnte in der Zeit, wo die Papers noch basteln, mache ich mir noch ein bisschen Eisen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Ich habe noch nie mit der Schmelze gearbeitet. Aber weil ich dem Tobi schon... Ich habe dem Tobi 6 Eisen heimlich gemobst einmal, weil ich was reparieren wollte. Unbedingt. Aber ist kein Problem. Das Eisen kommt ja eh aus unseren Beständen hier. Und es gibt ja hier kein Meins und Deins. Ja, wir sind da ja ganz, okay, das ist Kupfer, das ist Gold. Das Gold könnte ich auch mal einschmelzen eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich mich ein bisschen spoilern soll. Also nicht spoilern soll, sondern ob ich gucke mal ganz kurz. Der Tobi meinte ja, ihr meintet, der Tobi meinte. Wo ist eigentlich mein ganzes Eisen hin? Ich weiß, wo mein ganzes Eisen ist. Ich weiß genau, wer es hat. Ich habe gerade überlegt... Oh, Schildkröte! Du dreckige, verachtenswerte, niedere, subtile Kreatur! Ich wünschte, deine Mutter hätte dich nie in die Welt geschissen! Und du siehst auch aus wie ein Stück Scheiße! Du riechst wie ein Stück Scheiße! Du bist ein Stück Scheiße! Ich wünschte, man könnte dich rückwärtig regeburten, du dreckiges Stück... Existenz. Schildkrötenmotivation. Wir hatten es schon viel zu lange nicht mehr. Es tut mir leid. Wenn ich Schildkröten sehe, will ich die immer motivieren. Ich bin da mal sehr, ne, also Leute quasi, also für Leute, die es nicht wissen, man motiviert Leute, indem man ihnen quasi so ein bisschen Beine macht. Man nennt es heutzutage auch die Dr. Cox-Methode. hat Cox gesagt. Ja, was will ich hier? Ach genau, ich wollte gucken, ob der Tobi, der meinte ja, so, ich muss mich immer dran gewöhnen, ich will immer E drücken. Der Tobi meinte, es ist sehr sauber hier, dass er irgendwie neue Wagen herstellen kann oder irgendwo, aber er hat die gleichen Dinge wie ich hier. Ein bisschen Sand drin, hier fehlt noch der Boden, das ist ein Lagerraum. Da fehlt eine Tür. Ich möchte dem Tobi auch eine Tür kredenzen. Ich weiß nicht, warum er das jetzt so gemacht hat mit den roten Dingern. Wahrscheinlich hat er den noch übrig gehabt, oder? Er findet es schön. Das kann auch sein. Okay, eine neue Art Wagen. Aber gibt es da einen Mittelweg zwischen dem Holzding und irgendwas Motorisiertem? Gibt es da was? Mechanics? Lalalala. Hier ist Powered Card Recipe. Das ist das, glaube ich, ne? Mit dem Mechanics. Das Powered Card. Da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ich habe mich halt gefragt, ob es irgendwas dazwischen gibt. Mechanics Skillbook. Ich hoffe, das ist nicht über unserem, dafür brauchen wir auch 100 pro noch Industry. Industry haben wir, glaube ich, oder? Kühlschrank. Brauchen wir momentan noch gar nicht. Computer Lab. Raw Roast ist fertig. Alles klar, ich gehe mal ganz kurz an den Fleisch, an den Fleischer-Table. Raw Roast. Raw Roast. So, und theoretisch können wir jetzt natürlich aus den Tieren, die wir gerade gesammelt haben, können wir jetzt natürlich wieder Nachschub basteln. Aber das Problem ist, es ist alles nur Fleisch. Okay, Raw Bacon. Der Bacon sieht genauso aus wie das Fleisch. Da kommt 100 pro noch ein eigenes Icon. A fatty cut of meat that happens to be inexpressibly tastier than other cuts. Oh ja. Protein 3, Fett 9.
Hier ist Protein 6, Fett 5. Also kann man auch mal Raw Bacon machen, damit sich Fett und Protein ein bisschen in die Waage halten. Bei der Wurst haben wir auch sehr viel Fett. Dann brauchen wir eigentlich keinen Bacon. 3 und 9, 4 und 8. Aber vielleicht einfach für die Abwechslung, dass wir noch ein bisschen Bacon haben. Und ich wette, der Tobi freut sich auch über Bacon. Und wir kriegen hier noch, für die Würstchen kriegen wir hier noch ganz viel. Da fällt noch ganz viel ab. So, da wären wir jetzt schon bei 100. 25 Bacon und da fällt ganz viel bei ab. 10 Minuten. So, wir machen Bacon. Natürlich vegetarischer Bacon aus Tofu-Tieren. Nicht, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber das passiert da zum Glück nie. So, und ich wollte ganz kurz noch was machen. Ein Bären-Backpack. Was ist das denn? Zellulose-Fiber. Klar. Big Backpack. Da kann man mehr tragen. Das ist eigentlich ganz gut. Was ich aber machen wollte, damit sich einer wundert. Ach, hier ist... Oh, wir haben noch ein bisschen Pulp. Ich wollte den hier machen. Erstens heißt er Derpy und zweitens ist es ein Hut. Aha. Normale Haare. Und Teppiche. Bringt das Skillpunkte? Furniture Type. Skill Value 4. Okay. Das heißt, wir machen ganz viele Teppiche, wo es eben geht. Und, ein Waschbrett. Clean Clothes. Okay, Waschbrett können wir... Ja, pass auf, Waschbrett mache ich auch mal. Dauert eine Minute. So. Ein schönes Waschbrett und, ein Teppich können wir auch machen, ehrlich gesagt. Padded Chair. Aber wir haben... Davon haben wir auch was. Das ist nur hier nicht erreichbar gerade. Das ist ein bisschen blöd, dass sich das alles so ein bisschen auseinanderzieht. Henley Shirt. Okay. Sleeve Shirt. Cool, was? Pirate Shirt. That makes your biceps look bigger. Alles klar, ich nehme 10. Dauert 10 Minuten. Ein Waschbrett dauert eine Minute, aber ein Shirt... Okay, ja gut, muss ja genäht werden. Ein Hut. Dauert auch 10 Minuten. Donkey Sombrero, that doesn't fit anyone. You feel embarrassed to wear it. Okay, alles klar, den brauche ich. Das ist klar. Und dazu noch ein schönes Shirt. So. Normale Haare. Und Peasant-Haare. Gibt das irgendwas? Nee, ne? The haircut your mom always made you get before you realized you could make your own decisions. Also so ein Top-10-Schnitt quasi. Top drauf, Thema drumrum. Und hier normal hair, the hair with a completely normal amount of flair. Gibt's noch andere Frisuren hier? Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ich glaube nicht. Workboots finde ich auch ganz cool. Ich finde, andere Klamotten sollten auch Skillpunkte geben. So, ne? Dass man da zum Beispiel mit Arbeitsschuhen kannst du mehr schaffen. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es halt auch einfach auch nicht. Kalorienschuhe. Was? Calorie Shoes? Was ist das denn? Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was von, wo sind die denn jetzt nochmal? Hier, da, die Zellulose-Fiber. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Ich mach mal 20. So, Capri-Hosen. Auch schön. Capri-Hosen und ein großer Hut. Das ist, ich lebe den Traum. Ich lebe diesen Traum. So, Frame Glass, Tallow Lamp. Was macht das? Was braucht das? A Pottery Lamp fueled with Tallow. Tallow? Okay, wir brauchen Steine. Plan, okay. Framed Glass. Ah, hier können wir auch Glas machen, einfach aus Sand. Sand können wir uns künstlich herstellen. Und eine Bloomery, Chimney Shape, Mann! Furnace for Smelting Ores. Okay, das ist das, was der Tobi eh schon 10-mal hatte. Das muss ich jetzt nicht auch noch unbedingt machen. Oder selber machen. Wir nutzen da einfach unsere Geräte gleichzeitig. Warte, oder gegenseitig? Nein, das tut sich alles falsch an. So, das hier kommt noch in die Küche, wenn wir irgendwann vielleicht mal irgendwas machen. Vielleicht kann man hier einfach so ein großes Essensareal draus machen. Sowas hier in den Hobbykeller und nach unten oder sowas. Wir haben ja eh eine Treppe nach unten, dann kann man sowas gut in den Hobbykeller packen. Ich glaube, das ist ganz okay. Eine Küche. Und dafür hätte ich nämlich Eisen gebraucht. Ja. Das ist nicht so gut. Wie mache ich das denn jetzt? Ich mache mir, glaube ich, nochmal einen Wooden Card. Bitte nicht explodieren, aber anders geht es momentan noch nicht, glaube ich. Denn ein Stein Card ist, glaube ich, nicht möglich. Macht auch wenig Sinn. Können wir den hier machen oder ist das an einem anderen Table? Ich vergesse mal, an welchem Table was ist. Haben wir hier Wooden... Die Fishery würde ich auf jeden Fall auch gerne machen. Fishing Poles and Traps. Okay, die stelle ich her. Dauert eine Minute. Wird auch Zeit. Dann können wir endlich auch mal Fisch essen. Vielleicht bringt das ja noch ein bisschen was anderes. Können wir ein bisschen Vitamine. Vitaminfisch. So, Workbench, lalala. Hier, Small Woodcard, alles klar. Dafür brauchen wir Boards.
Weil ich will das Woodcart von unten nicht immer holen, aber ich will ein bisschen flexibler sein, was die Karren angeht. Das wäre ganz schön. Und dann stellen wir uns hier mal ganz kurz ein paar Boards her. Ich würde sagen, na weißt du was, 50 dürften schon gehen. 50 Minuten kommen. Oh, das sind ja dann 100. Naja, 100 dürften schon gehen. Gut, Contract Board, bringt das was XP-mäßig? Nein. Und eine Icebox bringt 2 XP und ein Small Table, ein und ein Stuhl. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie viel bringt denn ein Stuhl? Wo ist er denn? 0,5? Latrine? 2. Dann würde ich statt oder Stühlen, würde ich doch, glaube ich, lauter Latrinen bauen, oder? Dann würde ich unten vielleicht noch eine Etage machen, wo ich nur Latrinen reinbaue. Einfach nur, um die XP abzugreifen. Die nimmt, glaube ich, auch nicht so viel Platz weg. Aber die braucht... Ach, die braucht einen Einzelraum, glaube ich, ne? Die lässt sich nicht so einfach bauen. Ein Einzelraum, der so und so groß ist. Fishery Project ist complete. Okay. Die Fischerei. Ich habe keine Ahnung, wo das reingestopft hat. Die Fischerei. Auf die 5 Arrows müssen wir gleich noch machen. Die Fischerei ist ähnlich wie das Sägeding hier. Das ist so eine Hobby-Klitsche. Die würde ich dann vielleicht später nach unten setzen. So. 89. Wir haben gerade was abgezogen bekommen. Trotzdem kann ich hier benutzen. Clean Salmon, Clean Fish Trap, Fishing Pole. Ja! Shred Kelp? Was ist das denn? Harvested from a number of plants. These fibers are useful for a surprising number of things. Shuck Clams. Okay, das sind die Muscheln. A fatty cut raw. Fatty raw cut wahrscheinlich. Clean Tuna. Fatty cut of raw fish. Clean Trout, Clean Salmon. Okay, wir können also auch fischen. Das haben wir noch nie gemacht. Und das sind diese Seeigel, Urchins. Okay, Fish Trap. A trap to catch fish as they swim. Und hier müssen wir wahrscheinlich selber ran, aber da hat man nicht immer die Zeit. Ich hole dann erstmal ein bisschen Holz rüber. Offenbar kommen wir da nicht ganz ran. Wie mache ich das? Ich muss das Holz dann manuell da reinballern, ne? Oh, wir haben gar keine Wölfe gesammelt vorhin. Fällt mir gerade ein. Wir sollten auch Wölfe sammeln. Was ich gerade mal mache. Entschuldigung. So, pick up. 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 Ich weiß nicht genau, wie viele Seeds ich hier gebraucht habe. Ich hätte es mir mal aufschreiben sollen. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich jetzt wesentlich mehr Seeds habe. Und ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr Rüben. Und krieg aus denen ja auch Rübensamen, also Seeds. Wir haben 110 Rüben daraus gekriegt. Oh, wir sind noch nicht mal fertig. Uhuhuhu. Ja, nice. Wir haben 130 Rüben rausgekriegt. Okay, also die Rüben werden fortbestehen. Und wir haben 36 Samen. Ich glaube, das sind auf jeden Fall mehr, als ich hier reingepackt habe. Ich pflanze sie mal wieder an, in der Hoffnung, dass das funzt. So, zack, zack, zack. Und die Rübe, die da drüben wächst, die lasse ich ausgewildert. So. Also jetzt müsste man theoretisch schon sehen können, ich glaube, ich habe jedes Feld bepflanzt und wir haben immer noch... Das ist eine 13, keine 18, ne? Ich muss mal gerade ganz genau hingucken. Wir haben immer noch 13 Samen übrig. Das heißt, wir haben ein Plus an Samen gemacht und an Rüben sowieso. Also, die Rüben sind nicht ausgestorben. Wir haben sie quasi gerettet. Und die hier wachsen noch fröhlich vor sich hin. Die kommen später weg. Ich lasse sie jetzt erstmal ausgewildert. Ich gucke später, dass wir anderswo auch Rüben anpflanzen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann machen wir uns hier bei Zeiten die Felder hin. Das Problem ist nur, ich hätte gern Zäune halt. Ich hätte gern Zäune, die die Felder einzäunen, weil ich das Gefühl habe, die Tiere fressen mir alles weg. Ich bin mir nicht sicher, ob es wahr ist, aber ich habe so das Gefühl. So, zack, 145 und wir haben Rüben als Zutat. Ich weiß nicht genau, die Rüben frisst man ja nicht so. Ich packe die in die Zutat, die ist voll. Ich muss die andere Zutat, wir müssen die irgendwie unterirdisch kriegen. Oder, huch, oder ich muss sie hier hinstellen, aber das ist nur ein einer Block hier. Oder ich muss da ein Regal hinbauen. Problem ist nur, es gibt kein Regal in diesem Spiel. Okay, die Bücher müssen da eh raus. Ich weiß gar nicht. Lumber, Mechanics habe ich gelernt, oder? Ich komme nur einmal durcheinander. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht gelernt. Hier ist das. Ach, das. Buch war ja irgendwie weg. Zack, so gelernt. Alles klar, Mechanics. Juhu. Jetzt können wir wahrscheinlich... Ah.
Jetzt können wir wahrscheinlich dieses batteriebetriebene oder auch motorbetriebene Ding bauen, aber wir brauchen dafür natürlich, ich weiß nicht, ob das Fuel braucht oder was auch immer. Autobatterie. Bastle eine Autobatterie. So, Bücher. Ich glaube, die Büchereikiste ist draußen. Fressvorräte. Klappt ja nicht so gut. Tailoring Skillbook. So, das hier ist halt echt, ne? You already know the skill. Schön. Steht das hier eigentlich auch? Wir brauchen eine Müllkiste. Ich weiß nicht, wo man das sonst hinpackt. Oder wir brauchen generell Müllkisten. Mache ich vielleicht eine Kiste, die heißt Hausmüll, oder wir packen es in die Bücherei bei Sachen, die man schon gelernt hat irgendwie oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hier sind die Fressvorräte. Die scheinen momentan relativ dünn besiedelt zu sein. Ich weiß gar nicht, welche Kiste das ist. Da müssen wir nochmal durchgehen am Ende und die alle nochmal umbenennen. Und da haben wir Zutaten 2. Die versuche ich gerade leer zu räumen, einfach nur, um die umzuziehen. Das wäre irgendwie schön, wenn das funktioniert. So, und Raw Bacon ist gerade fertig. Und wir haben hier Raw Fish. Den Raw Fish können wir auch gleich mal... Hier, das packe ich mal ganz kurz rum. Hallo? Den Rawfish können wir auch gleich mal, was ist denn das Deutsch? Zubereiten, wollte ich sagen, mit dem Rawfish gerade. Den tue ich mir mal ins Inventar. Ich guck mal kurz. Ich habe noch eine Dirt Ramp im Inventar. Ich schau mal ganz kurz hier. Nee, Rawfish können wir ja nichts weiter verarbeiten. Das geht nur mit gefangenen Fischen. Lalalala. Der Rawfish ist das, was wir da unten gesammelt haben. Okay. Den kann ich nur zubereiten. Okay, 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 alles gut, alles gut. Dann kommt da oben, ist glaube ich leer, wenn ich das richtig sehe, jawohl. Take. Geht aber nur so, glaube ich, oder? Take. Und dann kommt Nummer 8. Rotate müsste theoretisch nochmal rotaten. Da oben hin. Und dann müsste da in die Mitte... Ich guck mal kurz. Ich schau mal eben kurz. Storage. Das ist halt blöd. Das Ding muss auf Boden stehen. Und das Problem ist, ja, wir können keine Regale bauen. Ich würde das gerne aus Holz bauen auch, damit sich das ein bisschen abhebt. Ich bin sofort wieder da. Ich probiere vorher mal was. Wir haben die Kitchen. Das Shelf Cabinet. Was ist damit? Das braucht 50. Ach nee, das braucht 4. Wir haben 50? Ja, das braucht 4. Okay, gut. Shelf Cabinet. Geht das nicht vielleicht für die Küche? Room Category General. Kitchen ist natürlich für die Küche, ganz klar. Shelf Cabinet. Kann man da vielleicht Lebensmittel reinstellen? Dann würde ich das vielleicht vor dem Bookshelf nochmal probieren. Wir können einen Bookshelf machen, wo wir die ganzen Bücher reinpacken. Endlich mal. Dafür brauchen wir das ganze Papier. Das müsste hier irgendwie auffindbar sein. Vielleicht ist es sogar hier drin. Nein, hier ist... Da ist gar nichts drin. Uele Papier. Papier. Uele Papier. Hier haben wir die ganzen Bretter drin. Das ist auch traumhaft. Bretter müssen wir auch mitnehmen. Reicht das, wenn ich die hier in diese Storage Chest reinpacke? Oh, die sind carried. Oh, okay. Carried. Da bin ich mal gespannt, was man daraus basteln kann. Da ist Holz. Wo ist denn Papier? Es ist inzwischen so viel, Mann. Es ist inzwischen so viel. Wo ist denn das Papier? Das ist fett. Ich sehe das Papier nicht. Hä? Interessant. Wie sieht das denn alles? Okay. Oh, das sieht nochmal ein bisschen hochwertiger aus, tatsächlich. Oh, ein grünes Dach. Oh, schön. Oh, die sollen... Oh! Zäune! Die sind gar nicht rausgenommen. Die gibt's hier. Wir haben Zäune. Ich bin so glücklich. Glücklich. Mit K-L-Ü-K. Glücklich. Oh Gott, wir können... Oh Gott, wir machen Fäh... Ich meine, ja, ist okay. Ich werde sofort 30 Milliarden Lamba-Projekte in Auftrag geben, unseren Wald roden und sofort Lamba, 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 Lambada. Und dann werde ich die Felder hier nochmal neu machen. Ich reiß die Rüben raus, ist mir egal. Wir haben jetzt erstmal genug davon und dann machen wir hier unten richtig schön Feld mit dem Mittelweg.
Verstehst du? Auch wenn ich das mit der grünen Wiese schön finde. Wir müssen gucken, was da hinten anbaubar ist, dass wir da, ne, da wo wir die ganze Zeit gebastelt haben mit dem Erdeklatschen, dass das nicht umsonst war. Die kleine Rübe kommt wohl auch noch weg. Und dann bauen wir da überall schön Felder. Das ganze Ding hier kann befeldet werden. Es kommt nur darauf an, was wir da bauen wollen. Ich habe halt nur auf die Zäune gewartet und ich hoffe, dass sich das Gras nicht auf den Feldern ausbreitet. Das wäre nicht so geil. Also wer sich wundert, warum die Rüben hier so zwischendurch von Gras überflutet waren, ich habe die mit Abstand vorher eingepflanzt so ein bisschen. Ich wollte gucken, ob das besser ist oder schlechter oder sonst irgendwas, aber es hatte keine Auswirkungen. Es stand immer da, viel zu crowded, Alter, was ist denn los mit dir? So, die große Frage. UE Le Papers. So, hier haben wir es hergestellt, hier ist es aber nicht mehr. Wo sind die Papers, mein Freund? Da! In der Bibliothek, alles klar, da gehören sie eigentlich auch hin. Die schönen Papers. Gut, ich probiere für die Küche ein Shelf Cabinet, dauert eine Minute. Und dann für die Bücher endlich mal ein Bookshelf. Und ich finde es schade, vielleicht hat das Ding hier später eine Animation, so mit dem Wuff. Momentan müssen wir uns das vorstellen. Wir stellen uns jetzt einfach alle vor. Wuff. Schöne Vorstellung. Ist ein Traum. Okay, dauert eine Minute, ich bin ungeduldig. Ich würde jetzt echt gerne mit diesen 20 Dingern, ach, die brauchte ich gar nicht. Ich guck mir mal kurz an, wie der Zaun aussieht. Wir müssen ihn noch nicht setzen. Ich würde ja auch gerne so einen Weg, einen Dirtweg allerdings setzen. Place. Place. Boah, ist voll geil. Ist voll geil. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich guck mal ganz kurz, ob ich vorne was machen kann. Dann habe ich um jedes einzelne Feld kommt ein eigener Zaun rum. So, hier ist natürlich Pizzeria Luigi. Ich könnte hier noch einen kleinen Vorgarten machen, natürlich. Da würde ich aber das Holz noch weiter rausbauen. Ich muss jetzt nicht zwingend unbedingt um auf Teufel komm raus einen Zaun bauen. Ich würde die Dinger vielleicht erstmal aber da hinten ablegen, damit ich das nicht vergesse, damit Zukunftskrank das noch weiß. Ich weiß nicht, ob es in dieser Aufnahme passieren wird oder vielleicht mit dem Tobi zusammen, dass wir nicht alles vorwegnehmen. Ich würde dann hier vielleicht schon mal... jetzt geht's. Irgendwie ist das merkwürdig. Pick up. So. Dann weiß ich genau, alles klar. Meine Träume sind Zäune. Die Dächer müssen wir auch nochmal gucken. Vielleicht geht das damit ja viel besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir einfach nur ein Amateurdach mit dem Holz mit dem anderen Holz genommen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ja eigentlich genauso gut sein. Und von dem Aufbau her müsste es ähnlich sein. Ich habe halt einfach nur vercheckt oder ich weiß einfach nicht genau, wie man das da macht. So, ich habe immer noch Fisch in der Hose. Hier ist einfach nur mein Butcher-Table. Ich kann da aus Fisch, glaube ich, gar nichts machen. Deswegen hätte ich gerne wieder mein Lagerfeuer eigentlich. Denn da kann ich aus dem Fisch was brutzeln. Das Lagerfeuer, ich weiß, das war mal hier eine Weile lang hier drauf. Ich habe es dann weggeräumt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das ist. Wahrscheinlich in irgendeiner Kiste. Fristet es sein trauriges, kleines Dasein abgeschoben und ganz traurig, weil wir es einfach beiseite geschoben haben, wie ein ungeliebtes, unerwartetes, aber dennoch herausgeflutschtes Kind. Man hat es jahrelang versucht, drin zu behalten. Es ist trotzdem gewachsen und irgendwann ist es halt einfach aus Platzgründen rausgeflutscht. Und genauso ist das hier auch passiert. Es ist schon traurig. Traurige Szenen, die sich abspielen, muss man einfach sagen. So, und ich brauche Eisen. Wir müssen gucken, wo wir Eisen herkriegen. Lagerfeuer sehe ich so gerade nicht. Das ist unten. Es ist unten. Ich kann den Fisch ja auch unten machen. Das spielt ja eigentlich keine Rolle. Nee, hier unten ist auch nicht. Hier unten war ja das Ding. Oh, ich hab keine Lagerfeuer.
Wieso gibt's eigentlich... Kann man das mit der Kitchen dann machen? Ich muss mal gucken. Ich muss mal alles daran setzen, diese Kitchen zu kriegen, dass wir hier mal vernünftig kochen können endlich. Ich will ja auch mal den Fisch liebevoll in der Pfanne zubereiten und nicht einfach nur über irgendwie drei Reisigzweigen oder sowas, sondern mal richtig schön leckeren, knusprigen Dr. Iglo Backfischfilet paniert, wo man nie genau weiß, was drin ist, aber es ist köstlich mit Kartoffelbrei. Natürlich alles vegan. Vegane Kartoffel, veganer Fisch. So, und jetzt... Was? Die Küche, wollte ich gerade gucken. Entschuldigung. Die Küche. Was brauchen wir dafür alles? Wir brauchen immer noch 4 Eisen. Oh, scheiße mit dem Eisen, ey. Mir fällt was ein. Ich muss die Rüben übrigens loswerden. Hier ist voll, ne? Ja, ein bisschen. Wir sammeln das dann später alles zusammen. Ich packe die Rüben erstmal hier rein, hier ist auch ganz viel Fleisch drin. Und wir können jetzt erstmal noch Würstchen machen, dann ist der Tisch hier nämlich auch beschäftigt. Würstchen, lecker Würstchen. So, wie viel machen wir denn? Wir haben 200 davon, 50, dann machen wir genau, dauert 20 Minuten. Wir haben 50 Würstchen und 50 Fett kriegen wir da unter Teller. Ah, Rendered Animal Fett, daraus kriegen wir dann auch Leuchtmaterialien für Lampen. Ich mache mir dann auch, oder wir machen uns dann hoffentlich auch Lampen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Und die brauchen Fett als Leuchtmittel. Ich weiß nicht, ob Bauchfett geht. Dann würde ich mir selber vielleicht freiwillig, ganz selbstlos. Shit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Ah, ich hasse das. Wenn ich... Jetzt mache ich mal eben das, dann mache ich mal eben das. Und dann habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Es ist einfach furchtbar mit mir. Aber manchmal ist man hier auch ein bisschen überfordert. Ich wollte die Steinrampen zum Beispiel machen seit Ewigkeiten. Den Fisch wollte ich jetzt zubereiten. Pfeile wollte ich machen. Es sind tausend Dinge parallel. Man hat immer was zu tun. Und deswegen ist es manchmal schön, wenn man einfach nur Erde klatschen kann. Wenn man nicht einfach immer nur beschäftigt ist. So, ich mach... Wie viele Pfeile machen wir? 100? Komm, 100 Stück, das reicht ja. 2 Minuten, 100 Pfeile, das geht schon. Gut, haben wir hier noch irgendwas Spannendes? Research Table, Road to... Nur irgendwas, was wir jetzt die ganze Zeit übersehen haben. Den Store natürlich. Tallow Candle können wir dann auch machen, theoretisch. Workbench. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Jetzt fällt mir wieder ein. Ich hab's da gar nicht gesagt, was ich machen wollte. Deswegen konnte ich mich nicht an mein Gesprochenes erinnern. Aber es gibt etwas. Hier, ich habe die Eisenhacke, habe ich nämlich. Das hier ist nicht die Eisenhacke. Das hier ist die Eisenhacke. Die habe ich nämlich repariert. Das ist die Eisenhacke, ne? Iron Pickaxe, genau. War hier nicht? Hatten wir hier nicht irgendwo angefangen? Da! Nee, das war es aber nicht, was wir angefangen hatten. So, aber es ist... Es ist Eisen. So, hallo? Eisen, Eisen... Okay, komm, wir können da schon mal... So. Dann würde ich mit dem neuen Karren hier schon mal vorfahren, denn wir haben hier nämlich... passiert. Wir haben hier nämlich sehr viel Eisen, was ich damals nicht mehr weiter abgebaut habe, weil es immer was zu tun gibt. Yippie, ja, ja, yippie, yippie, yay. Wie ich mir jetzt selber gerade ausgedacht habe als Werbejingle. So. Das Sleeve Shirt Project ist durch. Ich glaube, der Hut müsste damit auch durch sein. Wir haben also einen Hut und wir haben einen Longsleeve. Ich gehe mal gleich gucken. Und wir holen Eisen, dann haben wir auch wieder Eisen für die Schmiede. Tobi wird sich auch freuen. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen nachgesorgt. Und ich habe eine kleine Eisenmine, ich weiß nicht, wie lange die hält. Da wird wahrscheinlich nicht so viel drin sein, aber wir könnten theoretisch hier so einen kleinen Gang machen, der rüber bis zu uns in den Keller führt oder sonst. Naja, wir können ja machen, was wir wollen. Das wird nur 3000 Jahre Erdeklatschen dauern, aber mit einem größeren Karren und später mal mit einem Bagger, wenn wir den mal irgendwann haben, da soll ja noch einer kommen. Oder gibt es schon einen? Ich habe nur gesehen, dass einer kommen soll. Ich weiß aber nicht, ob der schon drin ist. Es gibt einiges, was man tun kann. Wieso habe ich jetzt kein Eisen mitgenommen? Wir können ja jetzt schon mal, komm. Ich hole mal jetzt 20 Eisen auf die Faust. Wir müssen ja nicht gleich 50 machen. Und dann gucken wir mal mit der Verschmutzung, wie es dann aussieht. Guten Tag, Herr Hirsch. So, einmal hier ganz kurz. Klicke die Klick, 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 klick. Da geht der Lootfinger wieder überall. Ding, 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 ding. So. Oh, da ist noch nicht. So, Lootfinger. Dankeschön, Lootfinger. Lootfinger. Okay. So, ding, 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 ding. Achso, wir sind jetzt schon voll. 20 Eisen haben wir schon. Die schmeiße ich gleich mal in die Kindertagesstätte. Dann können die lieben Kleinen schon mal mit ihren kleinen, feingliedrigen Fingerchen alles in die Schmiede schmeißen.
Das ist ja ganz gut, weil unser eins, die großen Hände werden dann gebraucht, um die Peitsche zu schwingen. Wir können da halt nicht die aktive Arbeit übernehmen. Und die Kleinen haben ja auch viel mehr Spaß daran. Die sind auch aktiv den ganzen Tag, die haben Spaß. Die kriegen ihr Kinderbueno, was will man mehr? Und dann ist auch schon wieder gut. So, put Iron Ore. Was ist da drin? Placed on solid... Wow, das Ding geht nicht mehr. In die Kiste kann ich es nicht packen. Irgendwer hat den Solid Ground nicht fertig gemacht. Ich muss dem Tobi gleich eine Wand klauen. Ich hoffe, der ist mir nicht böse. Oder ich muss Bricks herstellen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, muss mal gucken, wo. So. Der Märchenwald ist von der Industrie verdeckt. Ganz, ganz symbolisch ist das. Ganz symbolisch. Kann ich diese Bricks selber herstellen? Ja, ich glaube, ich kann die selber herstellen, ne? Aber an meinem Ofen, glaube ich, da hinten. Muss mal gucken. Und theoretisch müssten ja auch schon unsere Regale fertig sein. So, ich schau mal. So, Ofen, was sagst du? Hier kann ich die Bricks herstellen. Aus den Bricks theoretisch kann ich... Damit mache ich eine Wand, ne? Wir haben ja eh schon Bricks. Okay, wir haben... Das braucht Pitch... Und es braucht Steine. Pitch müssten wir eigentlich ganz viel haben. Weiß nicht, ob ich von hier aus... Komme ich irgendwie nicht ran, scheinbar. Und Steine haben wir eigentlich auch ganz viel. Wieso komme ich hier nicht ran? Power. Okay, da haben wir Kohle drin. Also der frisst alles. Wir brauchen halt noch... Um Bricks herzustellen, brauchen wir halt noch... Pitch und Steine. Aber ich dachte, ich habe Steine. Oh, warte. Eine Sache, die ist wichtig... Wahrscheinlich nicht hier drin. Da ist der Schmorbraten. Hier ist unser Shirt. Wie kann ich das anziehen? Ah, hier. Flupp. Und dafür habe ich was abgelegt? Was? Du willst ja... Das ist das Shirt, was wir schon haben. Mann! Das darf doch nicht wahr. Toll, jetzt habe ich ein Shirt gebastelt, was wir eh schon haben. Gut, kommt später ein Kleiderschrank. Mann, oh, wie ärgerlich. Okay, wir haben aber dafür ein Shelf Cabinet. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Nummer 5. Das sieht dann so aus, das sieht nicht wirklich aus wie ein Küchenregal. Ich place das mal eben. Und da passt viel weniger rein als in der Kiste. Viel weniger. Das ist nichts für die Küche, das ist was auch für die Bücherei. Scheiße. Ärgerlich. Okay, Bücherei mache ich erstmal. Ist nicht wirklich eine Bücherei, aber ich kann hier erstmal ein Bücherregal hinmachen. Habe ich das Bücherregal nicht mitgenommen? Bin ich doof? Bitte kein Kommentar zu meiner Frage gerade. Das Bücherregal auf die 8. So. Okay. Place. So, da haben wir ein Bücherregal und da mache ich jetzt die Nummer 5 hin. Rotate. Da kommen dann so Zettelchen hin. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Das Bücherregal, da passt auch nicht so viel rein, ehrlich gesagt. Also ganz ehrlich, für so ein... Das ist lächerlich, dass nur so wenig Bücher da rein passen. Das ist eigentlich, sind wir ganz ehrlich, es ist total lächerlich. So, es sind genau die Bücher, die wir draußen haben, Bibliothek. Aber ich glaube, wir haben eh noch ein paar rumfliegen, oder? Irgendwo, ich weiß gar nicht wo. Oder waren das alle Bücher? Ich weiß es nicht. Naja, da unten sind noch bei den Fressvorräten sind noch ganz viele Bücher. Die könnte ich jetzt theoretisch hier mit reintun. Ich weiß noch nicht, ob das reicht, weil hier wollte ich eigentlich nur so Zettelchen reinpacken. Es ist keine richtige Bibliothek. Also davon gehen wir mal am besten gar nicht aus. So, Kühlschrank. Können wir uns auch einen richtigen bauen bald? Bald? So, Wooden Card können wir eigentlich auch mal leer machen. Hier ist das Bookshelf. Und dann ziehe ich die einfach, pass auf, ich hau die Fressvorräte mal kurz nach oben. So. Zack. Und dann kann ich die Bücher hier einfach... Oh, das ist noch gar nicht... Ich scroll mal nach oben, weil wir haben schon 30 Millionen Lagerplätze. Heilige Scheiße, wie viel ist das denn? So, und dann können wir das hier reinballern. Zack und zack. Shelf Cabinet. So, und das Ding kommt hier noch rein. Und diese Dinger kommen auch noch. Das kommt sogar so rum. Habe ich 5 gemacht von Fertilizer Skill Scroll. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich es nicht besser wusste oder aus Versehen zu oft geklickt habe. Serverlag. Es war ein Serverlag. So, und das Shirt packe ich da auch noch rein. Weil das gehört zwar da nicht rein, aber dann ist mir die Blamage erspart geblieben. Das findet nie jemand raus. So. Habe ich ins Regal gelegt. Ist eine Junggesellenbude. Da liegt auch mal ein Shirt im Regal. Gut.
Das haben wir. Damit haben wir, ja, Bibliothek ist es nicht ganz, aber immerhin, es sieht so ein bisschen nach was aus. Wenn man das kombiniert mit sowas hier, ich glaube, da kann man sich ein schönes Räumchen draus machen. Hier jetzt aktuell nicht. Vielleicht kann man da irgendwann einen Forschungsraum machen oder wirklich mal eine Bibliothek, wo man dann die ganzen Skillbooks lernt und so. Und nicht alles nur auf ein Haus beschränkt. Ich rede sehr oft davon, aber eigentlich bräuchte man wirklich noch ein paar Häuser. So, wie sieht's hier aus? Okay. Und die Frage ist natürlich, wie sehe ich aus mit dem Hut? Der Hut ist grün. Ich kann mich selber auch sonst nicht sehen. Ich sehe mich gerade nur von hinten. Ich kann auch mit der Kamera nicht rotaten. Leider auch nicht mit dem mittleren Bauchbutton oder sonst irgendwas. Der Hut ist grün. Ich weiß nicht genau. Ja gut, ich frage einfach nicht. Ich lasse ihn. Und Face. Wir können auch noch mal dieses Face packen. Warum? Eine Maske? Was wird es sein? Okay. Was ist, das Ding ist fertig. Ich würde gerne eine Küche bauen. Dafür brauchen wir 4 Eisen. Dafür brauche ich erstmal ein paar Bricks. Bricks habe ich aber, glaube ich, eh noch auf dem Haufen. Ich muss das nicht unbedingt direkt neu herstellen. Ich mache mal hier kurz und gehe mal hier rüber ins Lager. Boah, Mist, jetzt ist alles eingeklappt. Scheiße. Zutaten, Lager, Rohstoffe. Nein, da war es nicht. Lager. Da haben wir Bricks. 10 Stück. Ich hoffe, damit kann ich bauen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe damit noch nicht gebaut. Ja, das sieht gut aus. Cool. Dann gehen wir mal ganz kurz in unsere kleine Ferienfreizeit da unten, in die Kindertagesstätte. Die werden sich natürlich freuen, die Kinder. Da geht es bald wieder weiter mit Arbeit. Das ist natürlich, mit Freizeitspaß natürlich. Das ist schön. Das ist einfach schön. Und ich guck mal kurz, was können wir denn hier alles bauen? So. Ah, auch schon eine schöne Wand. Oh, so ein Industriedach, auch nice. So ein Fenster. Ja, sieht auch ganz gut aus. Und eine schöne Treppe. Okay, wir hatten, glaube ich, der Tobi, glaube ich, diese Dinger hier gebaut, oder? Nee. Was hat denn der Tobi? Wahrscheinlich das hier. Auch nicht. Hä? Der hat die Dinger gebaut? Okay, gut. Ich halte mich natürlich dran. Place. Also 9 Stück werden wir brauchen, wie es aussieht. Place. Und dann fehlt aber immer noch ein Stück Boden. So, place. Place. Okay. Das heißt, ich kann die anderen Dinger nochmal von zu Hause holen. Machen wir gerade mal ohne Schubkarre. Gehen wir ein bisschen Schmierfett in die Kniegelenke und können wir auch mal selber laufen. Das tut uns mal ganz gut, weißt du? Die ganze Zeit nur so extrem viel Fleisch fressen und bla bla bla. Da braucht man auf der anderen Seite auch ein bisschen Bewegung. Ich hätte gar nicht so weit laufen müssen, weil ich muss an die Linked Inventories. So, wo haben wir denn hier? Da 10 haben wir noch. So. Bald sind alle Kinder wieder glücklich. La 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 la. So. So. Ich mache erstmal da hinten so ein bisschen dicht. La la la. Da ist irgendwie noch Gras. Ich weiß nicht genau warum. Es muss sicherlich so sein. Okay, haben wir da jetzt Solid Ground? Ja, wir haben Solid Ground. Jetzt können wir loslegen. Dann kann ich auch mal gucken, was man da alles machen kann. Aber erstmal natürlich. Ist das Ding überhaupt dafür gedacht? Ich muss das alles noch lernen. Ich weiß es gar nicht. Kindertagesstätte, was macht man hier? Nur, dass ich es Bescheid weiß. Charcoal. Oh. Ripped Steel Bars for real. Oh. Rivet. So eine, ja, Schraube, so eine fette Schraube. Smelt Copper, Smelt Iron geht auch. Steel Pipe für Wasser. Transporting Liquids. Smelt Iron. Basic Smelting 3. Okay, da ich ja auch ab und zu mal schmelzen will, werde ich das wohl lernen müssen. Das habe ich gelernt. Das kann ich noch lernen. Wo smelte ich denn? Hier. Ah, okay. Smelting, Advanced Smelting. Metalworking, Copper Pipe, Iron Axe, Iron Pickaxe. Oh, endlich neue Werkzeuge. Dafür müssen wir jetzt aber ein bisschen was aufgeben. Basic Smelting. Und ich muss auch die Effizienz direkt mal hochdrümeln und wahrscheinlich auch den Speed.
damit wir nicht tausend Jahre warten, auch wenn ich dann erstmal wieder nichts lernen kann weiter. Metalworking. Weiß ich noch nicht, ob ich das will. Bei Mason Glassworking haben wir gelernt, Mining, jawohl. Stone Construction ist auch alles ausgemaxt. Bei Hunter, oh, habe ich auch alles ausgemaxt schon. Ich bin ja auch toll. Ah, Battery ist das. Okay, ich wollte schon sagen, hä, wusste ich gar nicht mehr. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was. Fish Cleaning Speed. Okay, das habe ich, da habe ich drauf verzichtet, verstehe ich. Milling, Fertilizer, Pipapo. Hier kommen wir noch ein bisschen. Fertilizer Efficiency. Berry Extract Fertilizer Recipe Decreases Composite Filler. Okay. Oh, das sollte ich unbedingt machen. Warum habe ich das nicht vorher schon gemacht? Da hat man viel mehr Kosten gespart. Hä, wie habe ich das übersehen? So, Mechanics hätte ich gerne noch gelernt, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt haben wir nur noch 326 Points. Das heißt, da ist erstmal wieder Sparen angesagt. Also, auch so geht das nicht einfach so. Aber dafür können wir jetzt, glaube ich, Alloy Smelt... Oh nein, oh oh, habe ich was Falsches gelernt? Nein, Smelt Iron. Okay, Gott sei Dank. Ach stimmt, das sind ja Legierungen. Das ist nochmal was anderes hier offenbar. Oh. So, 25 kriege ich raus. 25, alles klar, in 2 Minuten. Oh oh oh. Dann mache ich, pass auf, ich gebe da nochmal Kette, solange das Zeug läuft, können wir nochmal schnell ein bisschen den Boden weiter ausbauen. Jetzt bin ich schon wieder, ach, ist auch egal. Nee, ich kann da hier hin. Bauen wir da den Boden mal ein bisschen aus und mit der Erde, die wir hier haben, können wir ja gleich ein paar Ramps machen, die wir nicht brauchen. Die wir einfach irgendwo im Keller versenken. Da wird kein Hahn nach krähen. Einfach in so eine kleine Müllkiste, wo wir dann auch überflüssige Rezepte reinpacken, also, die wir mal gelernt haben. Und da wir ja eh keine anderen Mitspieler haben, normalerweise kannst du Dinge am Verkaufsstand, glaube ich, auslegen. Haben wir aber nicht, weil der Tobi und ich, wir teilen ja eh alles. So. Wir teilen uns auch denselben Verstand, deswegen sind wir nur geizig zu 50% auf der Höhe. Okay, wieso komme ich da nicht ran? Achso, ich habe keine Dinger mehr, okay. Na gut, wir haben auch schon ein Stück weit ausgebaut, das Ding geht auch wieder. Jetzt muss ich aber trotzdem noch, es hilft nichts, wir müssen noch gucken, wie wir das in der Küche machen mit dem Regal. Da müssen wir leider durch. Ich hole nochmal ganz kurz ein bisschen Bauholz. Das wird nicht funktionieren, oder? Ich nehme mal, hier 2 Stück mehr brauchen wir gar nicht. Ich weiß nicht genau, wie wir es machen. Es wird nicht funktionieren. Es wird richtig ugly aussehen, ich weiß es jetzt schon. Vielleicht brauchen wir da mehrere Kühlschränke. Ich guck mal kurz, was ein Kühlschrank kostet. Nur mal so. Macht man den an einer Sägemühle, einen Kühlschrank, eine Sägemühle? Ich bin unsicher. Nein, natürlich nicht. Hier auch nicht. Wo macht man nochmal Kühlschränke? Hier mit Sicherheit auch nicht. Macht ja auch Sinn. Ich muss nochmal eben... War das bei Mechanics, mit dem man die baut? Gear, Combustion, Pipapo... Combustion Engine Industry Refrigerator. Okay, ja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Also Kühlschränke kommen später, das heißt, wir müssen jetzt eh erstmal nochmal gucken, wie wir uns jetzt behelfsmäßig über die Runden bringen. Ich schau mal. Nein. Das Umdrehen, das Zeug halt umdrehen wäre ganz cool, aber es geht halt nicht. Treppen gehen auch nicht. Das hier würde er wahrscheinlich gehen, aber das sieht halt echt schäbig aus. Das ist halt Kanonen auf Spatzen. Und hier kann ich auch keinen QR machen. Ich kann jetzt placen und placen. Sieht halt auch scheiße aus und damit der Wand sieht es auch scheiße aus. Kannst du einfach knicken. Also, das ist irgendwie nicht so geil. Man kann Kisten nicht stapeln. So würde wahrscheinlich gehen. Hä? Place on solid ground? Das ist doch Ground jetzt. Das steht doch da ab. Das ist doch wie so ein Regal. Es steht nicht ab. Es ist aber wie so ein Regal. Und wieso kann ich... Ja gut, Kisten aufeinander stapeln. Normalerweise logisch wäre, wenn das hier funktionieren würde. Das da aber nicht mehr. Weil da was drauf ist oben. Verstehst du? Was? Okay. Die Loks, ich weiß nicht, was ich damit machen kann oder soll. Hallo? Ja, ist nicht so geil.
Okay, eine Sache, die ich gerne noch weiter betreiben würde. Oh, fuck, ich bin schon längst über die Zeit. Warte, ich guck gleich mal. Bla 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 bla. Die Boards wollte ich nicht machen. Ach nee, ich muss ja Lammern muss ich da hinten, ne? Hier an der Sawmill kann ich ganz viel Lammer herstellen. Da würde ich gerne noch ein bisschen. Und wir haben, glaube ich, auch noch mehr Palp als das da. Ach nee, wir kriegen Palp. Ah, ich bin so doof. Natürlich kriegen wir den Palp davon, was natürlich super praktisch ist. Damit können wir den künstlich herstellen. Wir brauchen die Dinger ja sowieso. Holz haben wir noch ein bisschen. Das heißt, ich mache mal einfach 100 davon. 100. Dauert 20 Minuten. Kostet leider sehr viel Holz. Wir kriegen 300 Palp. Das ist natürlich ein Geschenk. Glaube ich jetzt noch, bis wir davon wieder überflutet werden. Und für die Küche brauchen wir noch 4 Eisen, die sind gerade in Arbeit. Wir kriegen also auch eine neue Küche dazu. Yay! Und da müssen wir mal gucken. Ich wollte die Truhe jetzt nach oben bringen. Ah ne, jetzt haben wir eine Treppe hier. Und dann wollte ich das nämlich so machen. Theoretisch wäre hier eine Wand und hier wäre eine Wand. Aber hier könnte ich super eine Truhe hinstellen. Die ist erstmal aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wenn wir hier halt so einen Dachboden machen. Place. Die ist on solid ground, man glaubt es gar nicht. Zutaten 2. So. Ich will die andersrum hinstellen. Können wir nämlich 3 Zutatenkisten machen. Okay, pass auf. Wir stellen die andersrum hin. 5. So. Nö. Nö. Nur kurz abchecken. So, hier. Und dann können wir nämlich 3 in Reihe stellen. Dann haben wir 3 Zutatenkisten. Easy going, sage ich mal. Zutaten. Ne, das sind dann Zutaten 1. Das hier ist das neue Zutaten 1. So, haben wir irgendwas, was da rein kann? Zum Beispiel Fisch. Und ich sortiere, pass auf, ich mache nicht Zutaten 1, sondern ich mache hier Zutaten Fleisch. So, Fisch ist in dem Fall auch Fleisch, also, oder was auch, ich nenne das anders. Ich nenne das anders. Vegane Tiere. So. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Verstehst du? Ja, komm. So. Das hier. Das vegane Fleisch kommt oben rein. Das hier. Das hier. Aber die brauche ich ja hier gar nicht reinschieben. Das müsste jetzt eigentlich, das vegane Fleisch müsste jetzt angezeigt werden. Nähkästchen brauchen wir jetzt de facto. Doch, brauchen wir noch. Vegane Tiere. So. Das sind alles Zutaten. Der Fisch, gut, der Fisch hat jetzt, spielt jetzt eine Ausnahme, ist ja auch ein veganes Tier, der Fisch. So, dann haben wir hier der Büffel, ist auch eine Zutat, ja, toll. Der Büffel ist eine Zutat, den schmier ich mir gern aufs Brot. Der Hirsch, wenn er gestorben ist, produziert nicht mehr so viel Kot. Das ist das lustige Fleischerlied. Entschuldigung, was ist das hier? Raw Meat und das andere war was? Ah, ist der Bacon. Okay, Raw Bacon, den man nicht erkennen kann. Und hier haben wir die Würstlis, die kommen natürlich auch noch hier rein. Und, ah ne, die Würstlis, ich kann den Bacon, ich glaube, das hier ist ein bisschen dunkler. So, das kommt hier hin, das kommt da hin und dann kommt das hier hin und hier hinten kommt nur noch Raw Meat und Raw Fish. Und hier kommen halt, naja, ihr wisst schon. So, dann haben wir noch irgendwas in der Richtung, was ich hier, das ist keine Zutat mehr, das ist ja schon fertiges Fleisch, das bleibt natürlich bei der Küche. Das hier wären eigentlich auch noch Zutaten, theoretisch, ich weiß es nicht genau, ich glaube schon, hier Zutaten, doch ja, ist richtig. Das müsste ich mir dann alles nochmal ins Inventar ziehen irgendwie. Ich tue das erstmal hier Nähkästchen hoch, da die Kiste auch nach oben kommt. Das hier waren die Firewood-Shoots. Ich tue das erstmal alles hier rein. So, also passt natürlich nicht alles hier rein. Ich versuche, ob der Rest in mein Inventar geht. Ich glaube nicht. 1, 2, 3. Ich glaube, das wird knapp. Fiddleheads. So, habe ich in der Dingenskiste noch Platz? Wo ist denn das Nähkästchen? Oder ist das gerade das, was ich befüllt habe? Ich bin so durcheinander hier gerade. Nee, Nähkästchen habe ich hochgeklappt. Deswegen. So, die Dinger kommen hier hin. Das Ding kommt nochmal dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und Rübis haben wir dann ja auch.
Rübi, 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 Rübi. Und dann kommt das Ding nämlich auch. Einfach mal mit. Kommst du mal mit? Achso, ich kann ja. Mann, ich denke immer. Ich kann jetzt hier nach oben. Ich vergesse das immer die ganze Zeit. Dieses furchtbar hässliche Treppenhaus. Und das furchtbar unfertige Schlafzimmer. Gut. Truhe. Können wir dann hier placen? Usen wir hier. Und können wir einfach sagen, Zutaten, Gemüse. So, ist ja nicht nur Gemüse, ist auch Obst. Ich nenne es aber mal Gemüse. Probier's mal. Mit Gemüßlichkeit, mit Ruhe und Gemüßlichkeit. Die Vitamine sagen dir. Keine Ahnung, was die dir sagen. Ich kenne diese Vitamine nicht persönlich. So, warte, ich pack das hier alles schön da rein. Theoretisch kann man auch Obst und Gemüse unterscheiden und lalala. Natürlich kann man alles machen, wie man fröhlich ist. Die Rüben hier noch rein. Und habe ich noch irgendwas irgendwo anders hingepackt? Hier sind auch, genau, da sind auch weitere Rüben. Ich sage Rüben, auch wenn es rote Beete sind. Okay, ist das okay? Ist das okay? Es ist ja de facto nicht falsch. Doch, komm, de facto. Ja, komm. So. Und da haben wir, oh, das ist noch tierisch natürlich, also vegan, vegane tierisches Zutat. Vegane tierisches Zutat. So. Dann haben wir das alles wieder ein bisschen sortiert. So, und ich wollte ja schon längst zum Ende kommen. Okay, wir haben jetzt aber zwei Zutatenkisten, die oben auf dem Dach sind, ne, dass wir hier so eine Art Dachboden machen, hier oben vielleicht. Dann müssen wir hier nicht ganz so viel, ne, alles in dieses Haus reinklitschen, aber ein Dachboden wäre schon schön, wo wir dann verschiedene Kisten hinmachen. Und ich kann den trotzdem hier nutzen, bei dem Ding und natürlich auch bei der Küche. So, wollte ich hier noch was machen? Scrap Meat kann ich auch einzeln herstellen. Aus dem Scrap Meat konnte man Würstchen herstellen. Wir haben jetzt 0 von 4, wir haben kein Scrap Meat mehr, habe ich alles verwendet. Wir haben auch noch ein bisschen Fleisch und theoretisch kann ich jetzt sagen, okay, wir haben einen Bison oben. So. Daraus können wir 5 Dinger machen, dauert 3 Minuten, kriegen wir wieder 100 Fleisch und 15 Dinger. Ordern wir einfach mal. So. Dann haben wir auch einen Bison auf Halde, aber haben wieder 100 Fleisch. Ich denke, das ist okay. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht voran. Ich bin gespannt. In der nächsten Folge haben wir Eisen. Und damit wollte ich jetzt auch wieder irgendwas machen. Einen Kitchen Table. Den Kitchen Table gucken wir uns in der nächsten Folge an. Da bin ich gespannt. Dann kommen wir doch ein bisschen voran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.